Cancun, chinesischer Ex-Nationalspieler und schon im zweiten Jahr für den ersten FC Saarbrücken Tischtennis aktiv, ist sicherlich vielen von euch kein Unbekannter. Tipa hat jetzt zwei Cancun-Hölzer auf den Markt gebracht, das Cancun Hybrid AC und Hybrid ZC. Die Macher der Tipa-Produkte haben für die Beschreibung interessante Worte gewählt, wie zum Beispiel Gewandtheit, Geschmeidigkeit, Präzision und Klarheit. Das macht uns neugierig und veranlasst uns dazu, diese Hölzer im Spielertipp November genauer unter die Lupe zu nehmen. Vorhang auf! Wie immer beginnen wir mit den Eckdaten. Die Hölzer sind made in Japan. Zu haben sind die guten Stücke in gerade und konkav. Die Testmodelle, die wir hier vorliegen haben, wiegen alle zwischen 85 und 90 Gramm. Das ist ein absolut übliches Gewicht für Kunstfaserhölzer. Beim Cancun Hybrid ZC wurde die Kunstfaser Hybrid ZC verwendet, wie es der Name schon sagt. Hybrid bedeutet, dass zwei verschiedene Kunstfasern umwoben eine Schicht ergeben. Dieses ZC-Holz ist das härtere von beiden. Härter bedeutet mehr Power, mehr Tempo, vor allem im Anschlag ein härteres Spielgefühl. Den Rückhand-Topspin habe ich mit dem Cancun Hybrid ZC gedroschen und ich muss sagen, der geht wirklich brutal nach vorne. Beim Cancun AC wurde, wie man sich vielleicht schon denken kann, die Kunstfaser Hybrid AC verwendet. Wie auch beim ZC liegt die Kunstfaser nah am Kern des Holzes, also ein Innerholz. Wer im letzten Spielertipp gut aufgepasst hat, kann sich vielleicht noch erinnern, was das zu bedeuten hat. Grundsätzlich spürt der Spieler bei einem Innerholz etwas mehr vom Holz und nicht so viel von der Kunstfaser. Man kann sagen, weniger Brutalität, mehr Spielgefühl. Das ist auch im Vergleich zum ZC hier der Fall, dass das AC eine Spur weicher ist und dadurch etwas mehr Kontrolle bietet. Was gute Kunstfaserhölzer auszeichnen soll, können beide Hölzer aufweisen. Sie bieten ein stabiles und vor allem ein sehr gleichmäßiges Ballabsprungverhalten. Genau dieses Absprungverhalten ist der springende Punkt. Dadurch, dass das Absprungverhalten immer gleich ist, kann man sich wirklich darauf verlassen, dass der Ball immer im gleichen Bogen aus dem Schläger rausfliegt und so immer gleich fliegt. Das ist vor allem für Topspieler wie Cancun, die sehr nah am Tisch spielen, im Spiel ständig unter Zeitdruck stehen, viel mit Gegenspins agieren, unglaublich wichtig. Wenn man sieht, wie Cancun Woche für Woche in der TTBL begeistert, sowohl mit wirklich absoluten Offensivschlägen als auch mit kontrollierten Blocks, als Linkshänder ganz weit raus in die Vorhandseite, sieht man, dass das Holz bei kontrollierten Schlägen eine unglaublich hohe Kontrolle bietet und bei aktiven Schlägen, ja, da wird der Turbo gezündet. Abschließend können wir sagen, dass die Tipa Hybrid Hölzer absolut empfehlenswert sind. Das ZC-Holz für wirklich kompromissloses Angriffsspiel ist ein sehr hartes Holz. Das AC ist hingegen etwas weicher, etwas kontrollierter, hat einen längeren Balltreffpunkt, man spürt den Ball etwas länger und sind daher ja, absolut zu empfehlen. Erhältlich sind beide Hölzer zur UVP beim ZC von 199 Euro, das AC zu 149 Euro. Das war der Spielertipp November. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Wissenswertes mitgenommen, habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin eine hoffentlich erfolgreiche Hinrunde. Bleibt gesund. Bis bald.